Hallo Freunde des Jungle Drum Radio, mein Name ist Lars Schall, ich bin unabhängiger Finanzjournalist aus dem Ruhrgebiet und ich präsentiere euch heute eine Sendung mit dem Titel Der Crash kommt und das ist auch gut so. Der Titel kommt nicht von ungefähr, sondern steht in Beziehung mit einem Buch, welches da heißt Der Crash ist die Lösung, warum der finale Kollaps kommt und wie sie ihr Vermögen retten. Es erscheint im Eichborn Verlag und wurde geschrieben von Matthias Weig und Marc Friedrich. Und mit Marc Friedrich bin ich jetzt verbunden. Glück auf, Marc. Ja, hallo, servus Lars. Hallo, wie geht es dir? Sehr gut, danke, die Sonne scheint. Ja, aber ich denke, es hat auch damit zu tun, dass euer im April erschienenes Buch recht gut läuft, oder? Ja, es ist, ich muss dich korrigieren, es ist Ende Mai erschienen und wir haben es doch tatsächlich auf Anhieb in die Spiegel Top 10 geschafft und beim Handelsblatt auf Platz 1 und wir sind völlig baff, weil wir das nie erwartet hätten. Ja, ehe wir ein wenig über den Inhalt eures Buches sprechen, lass mich dich fragen, wie bist du zur Behandlung von Wirtschafts- und Finanzthemen gekommen? Über mein Studium und dann natürlich über ein tragisches Schicksal, in dem ich den Staatsbankrott in Argentinien 2001 am eigenen Leibe erfahren durfte oder musste. Und da hat sich mein komplettes kapitalistisches Weltbild auf den Kopf gestellt, weil bis 2001 war ich ein sogenannter Turbokapitalist. Ne? Ich war im Finanzwesen tätig, Venture Capital sage ich nur als Stichwort, und habe auch am neuen Markt gezockt, war mitten dabei und Ziel war es eigentlich, mit 35 nicht mehr arbeiten zu müssen, sondern irgendwo in der Karibik in der Hängematte zu liegen und Porsche zu fahren. Gut, jetzt mache ich Freitagnachmittags halt Interviews, aber es ist nicht schlecht. Ja, ich denke, es ist ganz wesentlich zum Verständnis der These, die ihr im Titel aufführt oder aufstellt, nämlich, dass der Crash die Lösung ist, dass die Krisenverursacher die Krisengewinner sind. Kannst du das etwas ausführen? Natürlich, gerne, aber da muss ich nochmal sagen, das ist keine These, sondern das ist Fakt, weil wir haben die Fakten lediglich zusammengeführt bei der Recherche für das zweite Buch. Und die Recherche hat halt nun mal leider gezeigt, dass seit 2008 nichts geschehen ist, dass nichts umgesetzt wurde. All die vollmundigen Versprechen der Politiker, aber auch der Banker, dass man sich bessert, dass man die Banken an die Leine nimmt, Basel III, Solvency II und wie sie alle heißen, die Regeln, wurden nie wirklich installiert oder wurden in die ferne Zukunft verschoben oder von der Finanzlobby massiv verwässert. Das heißt, seit 2008 begeht eigentlich die Politik Hand in Hand mit dem Finanzsektor, lediglich betreiben die volkswirtschaftliche Schadensmaximierung auf Kosten der Bürger, uns alle. Ja, aber eins ist ja geschehen seit 2008, der Crash eben wurde aufgeschoben. Das ist doch auch der Erfolg der ganzen Geschichte, oder? Ja, das muss man den Notenbanken auch anerkennen, mit immensen Anstrengungen, mit einer Überflutung und historisch tiefen Zinsen und finanziellen Repressionen und Gesetzesbrüchen hat man tatsächlich mehrfach nachweislich das System vom Abgrund weggezogen, aber die Kollateralschäden, die daraus entstanden sind, ja, also Millionen von arbeitslosen Jugendlichen in Südeuropa, die Staatsverschuldung ist auf Rekordhöhe, überall in allen Ländern, die Banken spielen so wie zuvor, haben ihre Derivate erhöht, zocken weiter, die Bonis fließen wieder in Hülle und Fülle in Zürich, Frankfurt und London, also es wurde nichts gelernt, der Lerneffekt geht gleich null, aber das System wurde nochmal gerettet, wir haben es schön beschrieben, das System wurde nochmal reanimiert, ne, liegt aber immer noch auf der Intensivstation, siehe die Entscheidung von Herrn Draghi letzte Woche, die Zinsen nochmal historisch zu senken und Minuszinsen zu installieren, was ganz deutlich dadurch, dass das unterstreicht, dass gar nichts im Reinen ist, dass auch die Krise nicht vorbei ist, sondern ganz im Gegenteil, dass wohl einiges im Argen liegt, wenn man zu dermaßen desperaten Schritten genötigt wird. Welche Folgen wird denn diese EZB-Entscheidung haben? Nicht die gewünschten, wie sich die EZB vorstellt. Also man hat sich ja erhofft, dass jetzt praktisch die Banken dazu genötigt werden, durch die Minuszinsen das Geld in der Realwirtschaft zu pumpen. Das werden die aber bei niemals tun, weil warum sollen die das Risiko eingehen, einem Unternehmen Geld zu geben, was im Notfall nicht zurückzahlen kann, wenn sie doch zu 100% garantierte und sichere portugiesische oder französische oder italienische Staatsanleihen kaufen kann, wo die EZB zu 100% haftet, beziehungsweise die europäischen Bürger und die Deutschen. Also eigentlich hat es nur einen Effekt, die Enteignung der Bürger in Europa geht weiter, weil durch diese Niedrigzinsphase werden wir ja alle schleichend enteignet. Und Herr Draghi hat halt seinen ehemaligen Bankkollegen einen weiteren Gefallen getan. Jetzt würde ich denken, euer Rat sei dann, aus den Papierwerten rauszugehen und in Sachwerte? Genau. Nein? Da bleiben wir weiterhin treu, raus aus Papier, rein in Sachwerte. Ja, und was sind das für Sachwerte, die euch da unter anderem vorschweben?
Wir sagen immer ganz klar, liebe Leute, also kauft nur das, was ihr kennt, was ihr versteht, investiert in Sachen, die ihr anfassen könnt und die ihr vor allem versteht. Weil ich meine, du würdest dir ja auch kein Handy kaufen oder Auto zulegen, das du nicht bedienen kannst. Aus diesem Grund empfehlen wir verschiedene Sachwerte, die sich seit Hunderten oder Tausenden von Jahren bewährt haben, die große Krisen, wirtschaftliche Verwerfungen, Kriege überstanden haben. Und es waren nun mal Sachen wie Edelmetalle, natürlich Gold und Silber, die immer eine Geldfunktion hatten, oder ein Wald, ein Stück Land, eine Streuobstwiese, ein Fahrrad, schottischer Whisky, also Sachwerte einfach. Und vielleicht auch ein bisschen in sich selber investieren, zum Beispiel sehen, dass man selber Dinge anbauen kann. Genau, Autarkie ist ein ganz großes Thema in unserem Buch, wo wir auch sagen, wir müssen lernen, wieder erstens Verzicht zu üben und zweitens uns autark von diesem kranken System zu machen. Und es geht natürlich über, ja, manche nennen es dann irgendwie Selbstversorger oder man baut sich ein bisschen Obst und Gemüse im Garten an, ein paar Konservendosen in den Keller, ne? Aber einfach nur sich autark zu machen von diesem System. Und wichtigstes Investment und wichtigster Sachwert ist, was wir meistens vergessen, die eigene Gesundheit, aber auch Bildung. Ja, lass uns vielleicht mal das Gespräch im globalen Sinne so beginnen, dass wir uns die Frage stellen, warum ist eigentlich die Finanzwirtschaft so mächtig? Warum hat sie so eine Hand über die Politik? Das kann ich dir ganz einfach erklären. Also erstens muss man ja schon mal den Hut ziehen vor der Finanzwirtschaft, weil die hat ja Unglaubliches erreicht. Die Finanzwirtschaft und der Finanzsektor ist die einzige Branche weltweit, die außerhalb von Recht und Gesetz steht. Also außer der Mafia natürlich, ne? Und es haben die einfach geschafft und die wissen, die können so lange zocken, wie sie wollen, weil im Notfall, dann rufen sie einfach, ey, ich bin systemrelevant, und dann werden sie sowieso wieder gerettet durch die Allgemeinheit. Und warum ist das so? Ganz einfach, weil eine ungesunde Abhängigkeit zwischen der Politik und der Finanzindustrie besteht. Weil wenn wir uns mal fragen, wie finanziert sich eigentlich ein Staat? Der Staat finanziert sich über Steuereinnahmen auf der einen Seite, aber auch über Staatsanleihen auf der anderen Seite. Und wer kauft zu 99,9% diese Staatsanleihen auf? Die Finanzbranche. Das bedeutet nichts anderes als, der Gläubiger bestimmt natürlich immer, wo es lang geht. Napoleon hatte schon ein schönes Zitat dazu, der hat gesagt, die Hand, die gibt, ist immer über der Hand, die nimmt. Deswegen gab es keine Veränderungen, deswegen gab es keine Regeln, kein Basel III, keine Finanztransaktionssteuer, weil natürlich die Banker die Macht haben, die Gläubiger sind und dem Schuldner diktieren, wo es lang geht. Und solange diese Abhängigkeit besteht, wird sich auch an diesem Geschäftsmodell nichts, aber auch rein gar nichts ändern. Ein schönes Beispiel hatten wir auch in unserem ersten Buch, Der größte Raubzug der Geschichte. Da hatten wir gezeigt und aufgezeigt, dass der Herr Ackermann, damaliger Chef der Deutschen Bank, seinen 60. Geburtstag im Bundeskanzleramt auf Kosten der Steuerzahler zelebriert hat. Und es war ein ganz klares Signal an alle Menschen in Deutschland, ich bin der Herr im Hause. Also ich habe es gern bezahlt. bevor ich frage, ob es auch anders ginge, möchte ich dich fragen, ob denn an den Anleihemärkten eine Blase sondergleichen unterwegs ist. Ja, absolut. Also die Staatsanleiheblase, die ist so groß wie noch nie und wächst exorbitant. Wir haben es auch im Buch aufgezeigt. Die Staatsverschuldungen im Anleihenbereich sind seit 2008, seit Lehman Brothers, um 43% gestiegen auf 100 Billionen Dollar. Ne? Die Staatsverschuldungen in Japan, in Südeuropa nehmen abstruse Ausmaße an, jenseits von Gut und Böse. Heute kam auch die Hiobsbotschaft, auch Spanien hat eine neue Rekordverschuldung erreicht. Also auf jeden Fall gebe ich dir da recht, die Staatsschuldenblase, die wird irgendwann platzen und das ist nur eine Frage der Zeit. Was ich jetzt auch erwähnen muss, was die Absurdität des ganzen Systems aufzeigt, ist ja, dass Italien, Portugal, Griechenland, aber auch Spanien und Frankreich eine Rekordstaatsverschuldung haben seit Gründung dieser Länder, Rekordarbeitslosenzahlen und trotzdem sich so günstig wie noch nie am Markt mit Liquidität versorgen können, also niedrige Zinsen zahlen müssen. Und es zeigt, das System ist einfach nicht mehr funktionsfähig. Ginge es denn auch anders, dass der Staat sich nicht über die Finanzmärkte finanzieren muss? Ja, natürlich gibt es da Überlegungen. Also da gibt es natürlich auch Ideen, da gibt es Theorien, da gibt es verschiedene Thesen. Ne? Ja, natürlich, man könnte eine staatseigene Bank dazu herrichten und so weiter. Da gibt es 1000 Ideen, die wir auch gerne alle mal besprechen können. Aber momentan sehe ich überhaupt nicht die Reife oder den Mut, diesen Weg zu gehen. Also weder von der Politik und natürlich schon gar nicht von der Finanzbranche, weil man sägt ja nicht auf dem Ast, auf dem man sitzt.
Ja, aber wenn ich euer Buch recht verstehe, ist ja auch eine Ursache darin zu sehen, dass Privatbanken Geld schöpfen können und eben nicht nur allein der Staat, ja, dass da die Geldschöpfung der Privatbanken sogar die des Staates bei weitem übersteigt. Ja, natürlich, selbstverständlich. Das ist sogar das Hauptproblem. Das Grundübel ist die Schrargeldschöpfung der Geschäftsbanken. Ja? Also, dass praktisch jede Sparkasse, Volksbank und Privatbank aus dem Nichts Geld schöpfen kann. Das ist für mich das achte Weltwunder. Ne? Die müssen lediglich 1% Mindestreserve bei der EZB zum Beispiel hinterlegen in Notenbankgeld, also in Cash, in Bargeld, und können die restlichen 99% per Knopfdruck produzieren. Und trotzdem muss jeder Kreditnehmer, ich, du, diese 99% Luft mit realem Geld und Zins und Zinseszins in Bargeld zurückbezahlen. Und das ist natürlich ein perfektes Geschäftsmodell. Zwar sittenwidrig und asozial, aber sehr lukrativ. Ja, und was gelte es dagegen aufzufahren? Ja, wir haben es im Buch ganz klar geschrieben. Wir haben gesagt, diese Schrargeldschöpfung der Geschäftsbanken aus dem Nichts muss abgeschafft werden. Das kann nicht sein. Also wir haben zum Beispiel das Vollgeldsystem im Buch beschrieben, was jetzt auch in der Schweiz diskutiert wird per Volksentscheid, ob das initiiert werden soll oder auch implementiert wird. Es gibt verschiedene Anlässe bzw. verschiedene Möglichkeiten, das natürlich auszumerzen. Und wir sagen ganz klar, die Schrargeldschöpfung, die muss verboten werden. Und zwar lieber heute als morgen. Ist denn die Krise, die wir sehen, auch tatsächlich eine Krise des Kapitalismus? Ja, wir haben es im Buch ja auch geschrieben. Der Kapitalismus wurde 2008 an der Garderobe abgehängt und hängt da seitdem. Wir haben keinen Kapitalismus mehr, Lars. Also wenn Banken verstaatlicht werden, Unternehmen verstaatlicht werden, wenn Aktionäre enteignet werden, wenn Enteignungsklauseln in der EU installiert werden und wenn zu guter Letzt an 85% aller Handelstage seit 2008 die amerikanische Notenbank, die Fed, in die Märkte hinein interveniert, dann haben wir alles, aber keinen Kapitalismus mehr. Wenn ich das jetzt mal so rekapituliere, was du mir sagst, dann fällt mir auf, du besprichst mit mir hier lauter Dinge, die zwar essentiell sind, die aber zum Beispiel in der Öffentlichkeit nicht besprochen werden. Ja. Woran liegt's? Ja, die Wahrheit tut meistens weh und die Finanzbranche ist halt die mächtigste Branche der Welt und hat auch die mächtigste Lobby der Welt. Ich meine, ich frage mal eine Gegenfrage. Wir hatten mit unserem ersten Buch, Der größte Raubzug der Geschichte, das erfolgreichste Sachbuch im deutschsprachigen Raum 2013. Trotzdem, hast du jemals Matthias oder mich bei, keine Ahnung, bei den üblichen Verdächtigen gesehen, wie zum Beispiel Plassberg, Anne Will, Günther Jauch oder sonst wo? Mitnichten, nur einmal auf dem Spartensender Dreisat. Genau, weil den guckt keiner und es war dann auch irgendwann um 23 Uhr. Und das könnte, denke ich mal, deine Frage beantworten. Also man will sich der Realität und der Fakten nicht stellen, weil gegen uns kann man erstens in keine Schublade legen und zweitens sind wir nicht angreifbar, weil wir nur mit Fakten argumentieren. Und die Fakten sind nun mal verheerend und man kann die nicht irgendwie verbiegen oder irgendwie uns absprechen, weil dann würde die EZB, die Fed und das Deutsche Statistikamt lügen. Ja, wie wird denn jetzt die ganze Zeit eigentlich dieser Crash, den ihr als vorprogrammiert anseht, aufgeschoben? Was sind die Mittel der Wahl? Ja, vor allem Gesetzesbrüche von oberster Stelle am laufenden Band, dass da ein Gesetz nach dem anderen gebrochen wird, wie die Maastrichter Verträge, die Lissabonner Verträge, Menschenrechte, die Demokratie bleibt auf der Strecke, ne? Aber natürlich auch dann die ganzen Maßnahmen der Notenbanken, dass einfach, es wird teuer Zeit erkauft auf Kosten der Allgemeinheit mit Steuergeldern, indem man die Probleme mit Milliarden und Billionen an Geldern, an Liquidität, an niedrigen Zinsen überdeckt und in die Zukunft verschiebt. Wo sie sich aber weiterhin auftürmen und nur an Kraft hinzugewinnen. Das sind die einzigen Möglichkeiten. Ich meine, der Zinsschritt von Herrn Draghi, den Leitzins auf ein historisches Tief zu senken, zeigt doch ganz drastisch, wie desperat die Protagonisten sind und dass es in Europa gar nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass hier sozusagen die Hütte am Brennen ist. Warum sonst würde Herr Draghi und die Notenbank sich genötigt sehen, dermaßen dramatische Schritte zu unternehmen und sogar die Minuszinsen zu installieren? Dementsprechend ist es aber auch schwer, dann zu sagen, wann der Crash denn auch kommt. Ja, du, also nachweislich, muss man ganz ehrlich sagen, haben wir vorhin schon erwähnt,
haben die Notenbanken einen respektablen Job getätigt, indem sie 9-mal nachweislich das System gerettet haben vor dem Kollaps. Das kann auch noch ein 10. oder 11. Mal klappen, aber irgendwann halt nicht mehr. Das kann noch eine Woche dauern, ein Jahr oder vielleicht auch noch 5 Jahre. Aber es wird halt immer schwieriger und vor allem immer kostenintensiver, weil wir erleben ja jetzt schon, die Einschläge kommen immer näher, werden immer heftiger, werden immer teurer und vor allem werden sie immer fragwürdiger, die Maßnahmen dagegen, die Rettungspakete. Und wir hatten schon Enteignungen in Zypern letztes Jahr. Ne? Also die Frage ist, was kommt als nächstes? Ja, wer wird denn beim Euro zum Beispiel eigentlich die ganze Zeit gerettet? Ja, eigentlich hauptsächlich die Banken. Aber welche Banken? Jetzt, wenn zum Beispiel es heißt, Griechenland wird gerettet, dann könnte man ja annehmen, es sind vielleicht griechische Banken. Nein, um Gottes Willen. Also die ganzen Rettungspakete, das ist jetzt auch bewiesen, die gingen von Athen dann direkt wieder Richtung Zürich und London und Paris, vor allem Paris und nach Frankfurt, weil ohne diese Gelder wären die ganzen Bankentürme dort umgekippt. Also das waren reine Bankenrettungspakete. Und das heißt, die griechische Bevölkerung hat von diesen Rettungspaketen gar nichts gehabt, weil ansonsten hätten wir nicht diese horrenden Arbeitslosenzahlen bei den Jugendlichen und insgesamt in Griechenland und hätten das Land nicht in einer tiefen Depression. Ihr fordert einen Marshallplan zur tatsächlichen Rettung dieser Länder. Ja, also wir sagen ganz klar, es sind 4 ganz einfache Schritte, wie man diese Krise lindern könnte. Ne? Also unabhängig davon, dass wir natürlich sagen, das Grundübel ist unser gescheitertes oder falsch gestricktes Geldsystem. Aber was wir machen müssten sofort, wäre eine Abkehr von diesem politisch motivierten Währungsexperiment Euro, das eigentlich nur Leiden bringt, ne? Und auch, wir sagen es ganz klar, der Euro eint nicht Europa, der Euro zerstört Europa. Das heißt, wieder nationale Währungen, wenn es geht, natürlich gedeckt, dann könnten die sich abwerten oder aufwerten, um wieder wettbewerbsfähig zu werden. Der zweite Schritt ist ein Schuldenerlass oder Schuldenschnitt, weil niemals können die Länder der Südperipherie ihre Schulden zurückzahlen. Also so viel Schafskäse, Olivenöl und Krabber können wir gar nicht essen und trinken, dass sie wieder auf die Beine kommen. Und die brauchen dann als dritten Schritt natürlich einen Marshallplan, so wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, um wieder eine wettbewerbsfähige Wirtschaft aufzubauen. Weil nur durch Arbeitsplätze, durch Investitionen entstehen Steuereinnahmen, entsteht Einkommen, entsteht Binnenkonsum und eine Prosperitätsspirale nach oben. Das ist der vierte Schritt. Und das müssen die Protagonisten in Brüssel und in Berlin endlich verstehen, dass man durch Einsparungen gar nichts erreicht, außer dass das Land vor die Hunde geht. Und um die europäische Idee im Kern zu retten, müssen wir denn so oder so irgendwie Geld zukommen lassen. Und ob das jetzt ein Marshallplan ist oder was auch immer, muss was passieren. Ansonsten wird die europäische Idee vor die Hunde gehen und das Land wird im Bürgerkrieg enden. Und du denkst, dass die Maßnahmen, die da bisher getroffen wurden, das Problem nur verschärfen? Tja, also dass diese ganzen Rettungsmaßnahmen eine absolute Farce sind, zeigt ja allein der Fakt, dass Griechenland aktuell eine höhere Staatsverschuldung hat als vor dem Schuldenschnitt. Es ist absurd und es ist Wahnsinn. Genauso, darf ich dich kurz unterbrechen? Welche Länder würden eigentlich, wenn die Originalkriterien jetzt angelegt würden, wer würde eigentlich noch die Kriterien erfüllen zum Eintritt des Euro, in den Euro? Keines. Also die Maastrichter Kriterien haben alle EU, also Euro-Staaten momentan gebrochen. Ich glaube, nur Luxemburg ist jetzt bei einem Kriterium wieder drin, aber sonst bei der Staatsverschuldung sind alle über 60%. Alle. Also Portugal bei 133%, Italien bei 132%, selbst Deutschland ist drüber. Ne? Spanien aktuell haben wir heute die Zahlen bekommen, knapp 97-98%, Frankreich etc. bei 95%. Also wie gesagt, warum Regeln installieren, wenn sich keiner daran hält? Und weil halt auch niemand zur Rechenschaft gezogen wird. Und das ist auch ein Problem, was wir im Buch beschrieben haben. Wir brauchen wieder eine Verursacherhaftung, dass Beamte, Politiker, aber auch Manager auch mit Haus und Hof haften müssen, wie jede Privatperson und jeder selbstständige Unternehmer. Dann würden manche spekulativen Exzesse, aber auch manche verrückte politische Entscheidungen nicht stattfinden. War das eigentlich absehbar, dass der Euro mal in eine solche essentielle Krise käme? Ja, also da hätten wir nur mal in die Vergangenheit schauen müssen. Das haben wir ja im ersten Buch auch getan. Wir haben in die Vergangenheit geschaut und alle Währungsunionen in der Vergangenheit der Menschheit sind ausnahmslos gescheitert. Ausnahmslos. Und die letzte Währungsunion, die wir ja in Europa hatten, das war die Lateinische Münzunion. Und die ist ja 1927 ad acta gelegt worden. Eigentlich schon zum Ersten Weltkrieg 1914.
Aber ironischerweise, man hätte nur mal in die Vergangenheit schauen müssen, ironischerweise war damals der Auslöser vom Anfang, vom Ende auch Griechenland. Also es war ja alles irgendwie schon mal da. Man muss ja nur gucken, wie es früher war und hätte daraus auch in die Zukunft oder in die Gegenwart Schlüsse ziehen können. Aber der Mensch lernt halt leider sehr, sehr selten aus der Vergangenheit. Die Menschheit entwickelt sich vor allem weiter durch Scheitern. Es scheitert auch immer wieder alle Versuche der Papiergeldsysteme. Woran liegt das? Ja, weil alle Papiergeldsysteme, die auf Zins und Zinseszins beruhen, eine mathematisch begrenzte Lebensdauer haben. Und unser Haltbarkeitsdatum unserer ungedeckten Papiergeldwährung ist halt 2008 abgelaufen weltweit. Und seitdem werden die halt nur durch immense Anstrengungen der Notenbanken und der Regierungen künstlich am Leben erhalten. Das ist das ganze Geheimnis. Es ist Mathematik. Wir versuchen gerade weltweit ein Naturgesetz zu überlisten. Und es wird und es kann nicht gelingen. Ja, ich möchte kurz in die Technik sagen, dass wir gleich ein bisschen Musik machen, so in 5 Minuten und fahren dann fort mit, du sagtest jetzt, das Ganze sei eigentlich so ein Spiel auf Zeit. Das Spiel besteht eigentlich darin, dass man Zinsen bedient und solange man das kann, reibungslos, solange, sag ich mal salopp, flutscht das System, stimmt's? Genau, dann wird das Karussell am Leben erhalten und dreht sich weiter. Ein ganz schönes Beispiel haben wir im Buch ja gebracht. Ne? Also Deutschland ist seit Jahren Exportweltmeister. Deutschland verbucht seit Jahren Rekordsteuereinnahmen. Trotzdem schafft es Deutschland nicht, keine neuen Schulden aufzunehmen. Dieses Jahr sind es auch wieder 6,5 Milliarden Euro, trotz Rekordsteuereinnahmen. Wie in aller Welt soll es denn bitte dann ein Land schaffen wie Griechenland, Frankreich, Italien, Japan oder die USA oder England, wenn es nicht mal die Wirtschaftslokomotive Nummer 1 nicht schafft, keine neuen Schulden aufzunehmen? Das sollte jedem deutlich machen, dass das System am Ende ist. Wir sind in der Zielgeraden. Momentan ist ja die WM, lass es mich so plastisch darstellen, wir hatten die 90 Minuten reguläre Spielzeit, die Verlängerung ist jetzt auch gleich vorbei und jetzt kommt bald das dramatische Elfmeterschießen. Eine Pointe des Finanzsystems besteht darin, was passiert, wenn ich Schulden zurückbezahle mit dem Geld? Was passiert dann? Dann bist du also, schon. Ja, also, oder sag, lass es mich so sagen, wie wird Geld geschöpft? Was hat das mit Schulden zu tun? Und was hat das damit mit dem Problem zu tun, dass vielleicht gar nicht allzu sehr daran gedacht ist, dass ich meine Schulden komplett bezahle? Ja, es wird auch niemals geschehen. Herr Schäuble hat es ja im Oktober 2013 gesagt, er hofft niemals, dass wir schuldenfrei sind, weil schuldenfrei wird man nur durch eine Währungsreform. Wir haben ja ein Schuldgeldsystem. Und es heißt, die Schulden der einen sind die Guthaben der anderen. Und wenn alle Schulden bezahlt werden würden, würde es de facto kein Geld mehr geben. Also wird dies niemals geschehen. Also es kann auch gar nicht funktionieren. Und aus diesem Grund steigen ja die Superreichen, die Vermögen der Superreichen immer weiter an und die Schulden steigen ebenfalls immer weiter an. Es gibt immer mehr Menschen, die im Hamsterrad rennen, um ihre Schulden zurückbezahlen, für wenige, die die Füße auf den Tisch legen und sich's gut gehen lassen. Ganz einfach, es ist eine Umverteilung. Es ist ein Vermögenstransfer von unten und von der Mitte und von oben nach ganz, 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 ganz oben. Machen wir uns mal Gedanken über ganz, ganz, ganz da oben. Was meinst du, machen die eigentlich? Die gehen doch auch in Sachwerte, oder? Nur. Ja, also wenn wir uns mal die Superverdiener anschauen, was machen denn die ganzen Hedgefonds, David Tepper oder John Paulson? Was kaufen die denn? Die kaufen Land, die kaufen Immobilien, die kaufen tonnenweise Edelmetalle, die kaufen kein Riester, Rürup und Bausparverträge und Aktien und Lebensversicherungen. Können wir davon ausgehen, wenn die globale Finanzelite vollkommen aus Papierwerten in Sachwerten ist, dann kann der Crash beginnen? Ja, genau. Also 2008 hätte es noch die ganz Großen auch erwischt. Ja. Es war kalt, richtig kalt. Ja. Und deswegen hat man sich nochmal teuer Zeit erkauft, um sich richtig zu positionieren. Und ich denke mal, die Positionierung ist bald getätigt und dann kann man das System ja auch dann crashen lassen. Und den Reset-Button drücken. Genau, weil dann werden wie immer in der Vergangenheit 90% der Bevölkerung unvorbereitet in die Krise schlittern und die Zeche dafür bezahlen. Genau darüber werden wir gleich sprechen, weiter in der zweiten Hälfte dieses Interviews, wie das dann aussieht, wenn der Crash kommt, okay? Gerne. Gut, dann machen wir das jetzt gleich und bis dahin hören wir ein wenig Musik, sammeln uns ein wenig und bis gleich.
Freunde des Jungle Drum Radio, da sind wir zurück mit Marc Friedrich, einem der Autoren des Buches Der Crash ist die Lösung, warum der finale Kollaps kommt und wie sie ihr Vermögen retten. Du hast ja gesagt, lieber Marc, dass das im Grunde genommen vorprogrammiert ist, dass der Kollaps kommt. Was sind denn die möglichen Auslöser eines Finanzcrashs? Das kann alles Mögliche sein, weil momentan haben wir etliche Variablen im System, die den Crash auslösen können. Das kann die absurd hohe Staatsverschuldung in Japan sein, das kann das Schattenbankensystem in China sein oder die riesen Kreditblase in diesem Land, beziehungsweise es kann auch die Jugendlichen in Südeuropa sein. Also wir haben ja in Griechenland und auch in Spanien über 50% Arbeitslose bei den Jugendlichen unter 25 Jahren. Vielleicht gehen die irgendwann auf die Straße und fordern ihr Recht auf Zukunft ein und beginnen einen kleinen Bürgerkrieg. Es kann aber auch sein, die Zündelei in der Ukraine, in Syrien oder im Irak wieder das neu aufflammt oder dass eine große Bank umkippt oder eine Währung umkippt etc. pp. Also keiner weiß, was es sein kann, aber es sind so viele Variablen im System wie noch nie, die das System zum Kippen bringen können. Aber zur Disposition steht im Grunde genommen auch das Geld als solches. Natürlich, klar. Also wenn das Vertrauen schwindet in den Euro, Dollar oder in irgendeine andere ungedeckte Papiergeldwährung, dann geht's ratzefatz. Ja, ihr wollt ja dann auch, dass gerade im Währungsbereich es zu Veränderungen kommt, dass im Grunde genommen Staaten nur noch Geld ausgeben. Ja, also das ist natürlich immer ein zweischneidiges Blatt, weil die Sache ist natürlich, der Staat ist ja strukturell gierig, ne, und kann mit Geld nicht umgehen. Das wissen wir in Deutschland am allerbesten, siehe Berliner Flughafen oder Elbphilharmonie in Hamburg, ne, oder auch Stuttgart 21 wird auch so ein Milliardengrab werden hier in Stuttgart. Aus diesem Grund habe ich gesagt, man muss es dann praktisch koppeln an diese Verursacherhaftung, dass praktisch, wenn große Entscheidungen anstehen, vielleicht wie in der Schweiz basisdemokratisch darüber abgestimmt wird, dann ist der Politiker fein raus, ne, dann haftet die Allgemeinheit, wenn es schief geht, aber wenn da eigenverantwortlich irgendwelche Großprojekte installiert werden und die gehen schief, dann muss man halt mal einen Beamten enteignen oder Haus und Hof wegnehmen. Das wäre halt auch ein abschreckendes Beispiel. Und genauso bei Managern oder bei Politikern, ganz einfach. Weil wenn der erste Politiker mal in einer Hartz-IV-Wohnung lebt, dann, denke ich mal, würden bei manchen auch die Alarmsirenen angehen. Man würde nicht mehr absolutistisch entscheiden und da irgendwelche Großprojekte durchprügeln gegen den Willen der Allgemeinheit. Sollte eine Währung gedeckt sein durch Sachwerte? Absolut, immer. Welche kämen da in Frage? Ja gut, die Vergangenheit hat ja uns auch dahingehend immer gut beraten. Zum Beispiel eine goldgedeckte Währung hat oft und lange und über einen längeren Zeitraum funktioniert wie alles andere, wie ungedeckte Papiergeldwährungen. Aber ich bin kein Dogmatiker, ne? Also ob das jetzt Gold ist, Silber oder irgendein anderer Rohstoff, der durch die Natur limitiert ist, ist mir eigentlich egal. Aber wir brauchen einfach wieder eine Währung, in die wir vertrauen können, weil Geld, das man ständig retten muss, ist kein Geld. Und momentan haben wir halt weltweit ungedeckte Papiergeldsysteme und von oberster Stelle wird das Vertrauen in diese Papiergeldsysteme mit den Füßen getreten und das ist halt ein recht schlechtes Fundament für ein Papiergeld, das lediglich auf Vertrauen basiert. Und es kann halt ratzefatz gehen, innerhalb weniger Stunden, dass das Geldsystem halt dann am Boden liegt und das Geld, das wir in der Tasche oder auf dem Konto haben, wertlos ist. Siehe Zypern, da waren es ein Wochenende und die Leute dachten freitagnachmittags noch alle, hey, mein Geld ist sicher, Pustekuchen. Nach 2 Wochen wurden die Banken geöffnet und es waren halt einfach 70% weg. Ein Problem, was wir auch haben, ist, dass die Kreditschöpfung Spekulationsblasen anheizt. Das sehen wir jetzt in serieller Abfolge im Grunde genommen, seit den 80ern. Ja. Wäre es nicht auch schön, wenn diese Kreditschöpfung in produktive Dinge ausschließlich ginge und dann tatsächlich sich im Brutto, im BIP wieder spiegelt? Ja. Absolut. Ich meine, ganz witzig ist ja gerade, dass England und auch andere Staaten jetzt wieder die Prostitution, auch den Drogenhandel mit ins BIP einrechnen. Ne? Also sieht man mal, wie verzweifelt die sind. Aber absolut dir recht. Ne? Also alle Krisen sind eigentlich hausgemacht durch die Notenbanken, durch Niedrigzinspolitik etc. Wir haben es im Buch ja geschrieben, eine Blase wird abgelöst durch eine neue und noch größere Blase. Ja? Also es gibt halt nur immer weiter das Auftürmen der Blasenkultur zur volkswirtschaftlichen Schadensmaximierung und irgendwann ist halt Game Over angesagt.
Und aus diesem Grund stimme ich mit dir absolut überein und bin d'accord. Es sollte eigentlich in die Realwirtschaft gehen. Also wir erleben ja gerade eine inflationäre Aufblähung des Aktienmarktes, der Immobilienmärkte, weil das viele billige Geld, das die Notenbanken in die Welt leiten, um das System am Leben zu erhalten, vagabundiert um die Welt und sucht sich halt lukrative Anlagemöglichkeiten. Und da geht es halt dann in die Aktienmärkte oder halt auch in die Immobilienmärkte. Das sieht man ja auch jetzt in Hamburg oder München, Berlin, Stuttgart, dass da die Preise jenseits von Gut und Böse sind. Jetzt kommen wir mal dazu, wenn denn der Crash dann tatsächlich kommt, wie das aussehen könnte. Und da greifen wir zurück auf deine Erfahrung aus erster Hand in Argentinien 2001. Kannst du uns erklären, zunächst einmal, warum ist das überhaupt geschehen mit der argentinischen Währung? Was ist da geschehen und was hast du gesehen? Ja, also die argentinische Regierung hat damals den argentinischen Peso an den Dollar gekoppelt, 1:1. Und das war eigentlich der Anfang vom Ende, ne? Und ich habe damals dort gelebt und habe dann aber auch gesehen, okay, es gab Anzeichen, es gab auch Warner, ne, aber die hat man nicht ernst genommen und die wenigsten waren darauf vorbereitet. Also die breite Masse, ich schätze über 90%, wurden eiskalt erwischt und der Mittelstand wurde ja komplett ausgelöscht. Den gibt es ja de facto nicht mehr. Und seitdem ist das Land eigentlich in einer Dauerkrise. Also wenn ich mit Freunden telefoniere oder spreche, die sind alle so Akademiker, Mitte 30, die leben alle bei Mama und Papa und die Inflation ist bei 30-40%. Ne? Also wie desperat die Regierung ist, zeigt sich allein dahingehend, dass die Kirchner-Regierung 2000 Preise im Supermarkt hat einfrieren lassen. Also die dürfen nicht erhöht werden oder reduziert werden, um einfach den Leuten das Gefühl zu geben, wir haben die Inflation im Griff. Und das ist natürlich ökonomischer Irrsinn, der da betrieben wird. Und der Crash, wenn du fragst, wie der Crash aussehen kann, der sieht natürlich immer anders aus. Man kann jetzt nicht sagen, der wird so und so vonstatten gehen, sondern jeder Crash entwickelt sich anders. Also da kann ein Bürgerkrieg daraus entstehen, die Leute können sich ganz ruhig verhalten, wie in Zypern zum Beispiel. Ne? Oder es gibt halt wirklich dann Ausschreitungen, Tote und eine Lynchjustiz. Deswegen will ich mir da nicht erlauben, da irgendwie ein Urteil zu bilden, weil ich auch nicht in die Zukunft schauen kann. Das können ja nur Banker und Analysten, aber es wird auf jeden Fall nicht angenehm. Stell dir einfach mal vor, was ist bitte im Ruhrpott los, wenn die Frau Merkel vor die Kamera tritt und sagt, liebe Leute, der Euro, den müssen wir einfach jetzt ad acta legen und wir müssen die Schulden streichen und ihr verliert auch 50% oder 80% eurer Rente und eures Guthabens und Lebensversicherung sind wertlos, dann brennt der Pott. Ja, natürlich. Das ist eigentlich auch ein Beweggrund, hier ein bisschen Aufklärung zu schaffen. Das war ja auch die Intention unseres zweiten Buches, weil wir gesagt haben, wir sehen es als unsere bürgerliche Pflicht an, diesen Wahnsinn aufzudecken und in einer verständlichen Sprache zu transportieren, dass es jeder versteht, von der Hebamme bis zum Gärtner und bis zum Lehrer. Was da dann voraussteht, ist eine völlige Diskreditierung unserer politischen Klasse, die uns ja jetzt seit Jahren sagt, dass im Grunde genommen die Krise gemeistert wird, beziehungsweise Deutschland ja auch gestärkt aus der Krise hervorgeht. Ja, wir haben es im Buch ganz klar geschrieben, wir haben natürlich ein weltweites Elite-Problem, aber nichtsdestotrotz möchte ich unsere politische Klasse doch in Schutz nehmen. Was sollen die denn auch anderes tun? Ich meine, das ist denen der Job und die haben natürlich auch genauso Schissen, sind genauso ratlos wie viele andere und diese Ratlosigkeit schlägt sich halt in diesen, ich möchte es wirklich Lügen nennen, nieder, um das System am Leben zu erhalten, um die Leute bei guter Laune zu behalten. Aber wenn natürlich das Ding an die Wand fährt, dann wird der Volkszorn natürlich enorm sein. Und das wissen die natürlich auch. Also ja, aber das war doch dann zu kurz gedacht, wenn es denn so ist. Weil ich glaube ja nicht, dass es so ist. Ich sehe ja zum Beispiel in den USA schon Vorbereitungen für den Tag X sozialer Unruhen en masse. Und was dann da passiert. Ja, natürlich, aber in Amerika ist das ein bisschen noch krasser anzusehen, was da passiert, zum Beispiel mit der Militarisierung der Polizei. Ja, genau, aber auch, guck mal, die Bundeswehr hat jetzt auch Einsatzrechte in der Bundesrepublik, ne? Also, die wissen alle, was die Stunde geschlagen hat. Ich meine, Herr Schäuble ist nicht doof, ja, der ist super smart und intelligent und die Frau Merkel genauso. Man spielt auf Zeit, Politiker denken halt immer nur in kurzen Rhythmen, meistens in 4-Jahres-Rhythmen bis zur nächsten Wahl, ne? Und ich meine, bestes Zeichen ist ja EU-Wahl, ne? Also vor der EU-Wahl
gab es ja so viele Jubelmeldungen aus Portugal und Griechenland und alles wird gut und super. Und auf einmal nach der Wahl kommen 1000 negative Nachrichten. Ne? Griechenland braucht mehr Geld, sagt der IWF. Dann Spanien hat eine höhere Verschuldung. Die Arbeitslosigkeit steigt in Frankreich. Auf einmal wird die Garantieverzinsung für die Lebensversicherung doch gesenkt. Ne? Und der Herr Draghi setzt sich hin und installiert einen rekordtiefen Zins. Also das zeigt ja, man hat einfach nur vor der Wahl den Schein aufrechterhalten lassen wollen, der potemkischen Dörfer, ne, um die Leute in Sicherheit zu wiegen. Jetzt ist noch WM, jetzt kann man die anderen Sachen alle mal raushauen. Also Brot und Spiele sozusagen. Und ich glaube nicht an Verschwörungstheorien, ne, aber Fakt ist ja auch, alle Verschwörungstheorien der Vergangenheit haben sich leider als bittere Realität herausgestellt. Siehe Snowden und weitere Geschichten. Und deswegen denke ich halt, ja klar, also die Politik denkt relativ kurzfristig und temporär, weiß sich nicht zu helfen und versucht einfach auf Zeit zu spielen und freut sich über jeden Tag, wo es funktioniert. Ja, aber ich denke, wenn es tatsächlich zu einem Crash kommt und der Crash eine Lösung sein soll, dann gilt es, die Leute darauf vorzubereiten, was da kommen wird und nicht darüber hinwegzutäuschen, denn dann machen sie sich falsche Illusionen und das wird dann eben zu Gewalt und Enttäuschung führen. Ja. Sehe ich genauso. Ich bin absolut d'accord, was du sagst, Lars, weil ich denke auch, umso mehr Menschen da draußen monetär, aber auch mental darauf vorbereitet sind, umso glimpflicher läuft es für uns alle als Menschen und als Gesellschaft ab. Und das ist unsere bürgerliche Pflicht, das sehe ich auch als ein Akt der Zivilcourage, dass wir mit den Menschen reden, weil, sorry, ich lebe gerne hier, ich habe hier Freunde und meine Eltern hier und alles, ja, und ich will nicht irgendwie in Buenos Aires 2001 aufwachen, wo ich zweimal überfallen wurde und wo Sodom und Gomorra am Tag ist, in Anarchie, das macht ein Leben nicht lebenswert. Deswegen, wir haben ein immenses Elite-Problem, die uns leider anlügen und wir müssen auf jeden Fall einen Plan B an der Hand haben, wenn der Tag X kommt, um uns dann sozusagen zu positionieren, weil wenn wir nichts haben in der Hand, dann werden uns die jetzigen Protagonisten das gleiche System mit einem neuen Namen und mit einem neuen Anstrich wieder als das Optimum verkaufen und dann werden unsere Kinder und Kindeskinder irgendwann wieder versklavt und verknechtet werden, möchte ich mal drastisch ausdrücken. Ja, meinst du nicht auch, dass zumindest mal kurzfristig die Freiheitsrechte arge Verlierer sein werden eines Crashs? Natürlich, die Demokratie bleibt ja jetzt schon auf der Strecke. Die wird ja jetzt schon mit Füßen getreten und deswegen ganz klar, ich meine, wir erkennen es ja mehr und mehr, dass praktisch die Schlinge wird ja immer enger und wir werden immer mehr sozusagen auch durch die finanzielle Repression ausgequetscht. In Südeuropa noch viel, viel deutlicher wie hier. Aber da wird noch einiges auf uns zukommen. Und ich bin mir sicher, viele Zuhörer werden noch oft an dieses Gespräch dann denken, weil sie sagen, Mensch, die haben es ja fast schon prophezeit. Kannst du dann noch mal kurz... Eins ergänzen, weil Politiker sind dazu immer geneigt, in verzweifelten Situationen verzweifelte Aktionen durchzuführen. Und zwar egal was. Das machen Diktatoren, aber auch demokratisch legitimierte Politiker. Und deswegen, also wir werden da Sachen sehen, die wir uns momentan noch nicht mal ausmalen können. Ja, kannst du vielleicht noch mal kurz erzählen, was finanzielle Repression ist? Ja, das ist halt der Versuch der Staaten oder der Regierungen, die Allgemeinheit, die Bevölkerung für die Kosten der Krise herzunehmen. Also das heißt, zum Beispiel, wir haben Bargeldabhebungsbegrenzungen in Südeuropa, aber auch in Deutschland. Wir haben Barzahlungsbegrenzungen. In Italien darf man, wir haben ganz viele Beispiele im Buch für die finanzielle Repression genannt. In Italien darf man noch bis 1000 Euro in Bar bezahlen, danach macht man sich strafbar. Es kann vielleicht mal ein Bargeldverbot geben, dass alles nur noch sozusagen über Kreditkarte und online abgeht, dass alles zu überwachen ist. Ne? Dann weiß die NSA auch, welches Pornomagazin ich wo gekauft habe und was ich esse und wie ich mich benehme. Also der transparente Kunde ist dann perfekt und optimiert. Der Schäuble kann dann genau sehen, wie viel Geld ich habe und kann es dann gleich abbuchen. Es gibt die CAC-Klausel, haben wir im Buch schon erwähnt. Das Name ist Programm, die CAC-Klausel wurde ja installiert. Das heißt praktisch, Besitzer von Staatsanleihen können rückwirkend enteignet werden und das hat mit Demokratie und Kapitalismus gar nichts mehr zu tun. Jetzt sagt vielleicht der ein oder andere Zuhörer, ja gut, ist mir doch egal, ich habe keine Staatsanleihen, aber dann frage ich zurück, haben Sie vielleicht eine Rentenversicherung oder eine Kapitallebensversicherung, weil auch da sind per Gesetz 70% Staatsanleihen enthalten. Das heißt, auch Besitzer von Staatsanleihen können jederzeit rückwirkend enteignet werden. Und lustigerweise wurde das ja schon in Griechenland praktiziert. Da haben die Leute ja schon 70-80% verloren. Und das ist europäisches Gesetz. Und europäisches Gesetz steht immer über deutschem Gesetz. Und das sollte jedem doch schon die Alarmglocken anspringen lassen, dass man da sich darauf vorbereiten sollte. Also finanzielle Repression ist ein beliebtes Mittel der Politiker, um die Bevölkerung für die Krise bezahlen zu lassen. Und die ziehen es knallhart durch bis zum Ende.
Ja, Versicherungskonzerne sind gezwungen, in Staatsanleihen zu investieren. Heißt genau. das nicht auch für mich als Kunde von Versicherungen, oh, ich muss da vorsichtig sein, weil eventuell wird der Versicherungskonzern untergehen, wenn die Anleihenblase bricht? Absolut. Haben wir im Buch so geschrieben, genau. Deswegen wurden schon die ersten Gesetze initiiert, um die Versicherungsbranche zu schonen. Deswegen wurde die Überschussbeteiligung und der Garantiezins ja schon gesenkt letzte Woche. Ganz klar, die Lebensversicherungen haben ein massives Problem. Und natürlich, da sieht man auch wieder die Synergie zwischen Politik und Finanzbranche. Die haben beide ein Eigeninteresse, dass das Karussell weiter am Laufen ist. Weil, wie gesagt, die Versicherungen sind per Gesetz verpflichtet, 70% Staatsanleihen zu kaufen. Dadurch finanziert sich der Staat. Ja? Also sie gehen wieder Hand in Hand und die Leidtragenden ist dann die Bevölkerung. Lass uns eine Sache auch noch besprechen, von der ich denke, dass nur sehr wenig Menschen ihrer bewusst sind. Und das wäre die Tatsache, wenn ich denn mein Erspartes zu den Banken bringe, was passiert dann mit dem Geld von dem Besitzanspruch her? Ist das dann noch wirklich mein Geld? Ja, sehr schön. Ja, das hatten wir im Buch auch so nochmal erklärt. Also das Wichtigste zu wissen ist, das Geld auf meinem Konto, das gehört nicht mir, sondern das gehört der Bank. Ich habe lediglich der Bank einen unverschämt günstigen Kredit gegeben. Also ich bin praktisch nur noch Gläubiger der Bank und die Bank ist Schuldner. Das bedeutet nichts anderes, als wenn die Bank das Geld nicht mehr zurückzahlen kann, dann schaue ich in die Röhre. Und da müssen wir auch ganz genau hinhören, wenn der Herr Schäuble sagt, wir müssen alle Gläubiger mit ins Boot nehmen. Das bedeutet, dass nicht nur die Anleihebesitzer der Banken und Aktionäre der Banken mithaften müssen, nein, sondern auch alle Gläubiger, alle Besitzer eines Kontos, eines Sparbuches. Und den ersten Tabubruch bzw. den ersten Testballon hatten wir schon gesehen in Zypern. Da wurden die Gläubiger mit ins Boot genommen und wurden um 70% enteignet. Das heißt, alle Sparer und alle Besitzer von Konten. Und seit 2013 im August haben wir europaweit diese Haftung, dass man ab 100.000 Euro, falls die Banken in die Bredouille geraten, haften muss. Also wenn ich 120.000 Euro auf dem Konto hätte, müsste ich mit 20.000 Euro den Banken unter die Arme greifen. Aber diese Summe kann natürlich jederzeit reduziert werden, wenn dann wieder eine Extremsituation kommt, die alternativlos ist. Ja, aber ich denke, dieses Besitzverhältnis zwischen Bank und mir als derjenige, der sein Erspartes dorthin bringt, ist dann eigentlich auch der Grund, warum man das Geld nicht zu den Banken bringen sollte, sondern, wie ihr es anrät, zu betreiben, Vermögenssicherungen durch Sachwerte. Absolut. Und da, ja? Griechen, also Zypern sollte jedem Zuhörer nochmal verdeutlichen, Geld gehört überall hin, aber nicht aufs Konto. Und nicht auf die Bank, die damit Sachen macht, Schindluder die ich betreibt. Ja. Ja. Schindluder betreibt, die damit Sachen macht, die ich vielleicht gar nicht möchte. Ne? Also die in irgendwelche unmoralischen, unethischen Produkte investiert, die hedgt, die irgendwie hebelt und macht und tut, nur auf Teufel komm raus Rendite zu erzielen. Warum sonst haben denn alle Banken, Sparkassen, Volksbanken in jedem kleinen Dorf in Deutschland die schönsten, mächtigsten Gebäude an den Marktplätzen? Das ist finanziert durch die Genossen und durch die Sparer, ganz klar. Also die Sparer wurden eigentlich beraubt für diese Kathedralen des 21. Jahrhunderts. Jetzt wären Sachwerte zum Beispiel die Aktien. Da denke ich mir aber, hui, Aktien in Deutschland zum Beispiel, der Aktienindex hier oder der Aktienindex in den USA, das sind alles historische Höchstwerte. Könnte da nicht im Sinne einer manischen Depression demnächst die Depression anfangen? Ja, also wir haben es im neuen Buch ja ganz klar geschrieben, die Aktienmärkte sind massivst überbewertet, ne? Und wurden ja nur durch die Notenbanken nach oben buxiert auf neue Höchststände, um uns zu suggerieren, hey, uns geht's doch allen gut, aber der DAX und auch der Dow Jones sind kein Wohlstandsbarometer. Das heißt nichts anderes, als wir raten ganz klar von Aktien momentan ab, weil Aktien sind zwar Sachwerte, aber versuch dir mal eine Aktie physisch ausliefern zu lassen. Unabhängig davon, wie du es gerade richtig erwähnt hast, haben wir Höchststände an den Aktienmärkten. Warum sollte man jetzt noch einsteigen? Also jetzt ist eher die Zeit zu verkaufen. Und ich bin kein Freund von Aktien und dementsprechend haben wir gesagt, Finger weg. Aber es gibt natürlich schon ausgesuchte Aktien, Unternehmen, wenn man sich die genau anschaut, die durchaus attraktiv sind. Absolut. Aber wenn der Crash kommt, dann werden alle Kurse erstmal in den Keller rasseln. Und warum jetzt kaufen, wenn ich es vielleicht in 2, 3, 4 Monaten oder 2, 3 Jahren 50, 70 oder 90% günstiger bekomme? Ja. Wie sieht es denn aus mit Immobilien? Bildet sich da vielleicht zum Beispiel hier in Deutschland auch eher sowas wie eine Blase?
Ja, absolut. Die Bundesbank hat schon davor gewarnt, der IWF hat davor gewarnt. Und ich meine, wir leben mittendrin in Stuttgart. Also die Preise sind jenseits von Gut und Böse. Normalverdiener können sich kein Eigenheim mehr leisten hier im Großraum Ballungsgebiet Stuttgart, genauso wenig in Frankfurt oder Köln oder Berlin, München etc. Also natürlich, weil, wie ich es vorhin gesagt habe, das viele billige Geld muss halt irgendwo hin und geht halt dann in die Immobilienmärkte oder Aktienmärkte bevorzugt. Ja, dem Gold und Silber, dem seid ihr nicht abgeneigt. Gold hat ja im Grunde genommen einen Nachteil, wird gesagt, dass es keine Zinsen abwirft. Aber im Grunde genommen wirft ihr gar nichts mehr Zinsen ab. Also das kann nicht mehr ein Nachteil sein, oder? Ja, war es auch nie. Also Gold ist eine Art Lebensversicherung. Aber wir sagen ganz klar, die Zeit der Rendite ist vorbei durch die Niedrigzinsphase. Wenn man jetzt Rendite möchte, muss man auch enormes Risiko eingehen. Wir sagen ganz klar zu unseren Kunden und Lesern, es geht darum, Vermögen zu sichern. Und zwar, wenn Sie es schaffen, 50% Ihres Vermögens zu sichern, dann sind Sie der absolute Gewinner. Sagen wir zu jedem Zuhörer und zu jedem Leser. Weil die meisten werden 90% und mehr verlieren. Und deswegen geht es jetzt nur noch um die Vermögenssicherung und nicht mehr um die Rendite. Die Zeit der Rendite ist vorbei. Wir erleben gerade alle live einen epochalen Wandel. Und deswegen muss man einfach gucken, dass man seine Schäfchen rettet, die man hat, und ins Trockene bringt. Aber und Gold, zu Gold muss ich ganz klar sagen, also für mich ist es einfach ein Argument, das ich nicht zählen lasse, dass es keine Rendite gibt. Also egal, ob der Goldpreis fällt oder steigt, also wenn man es nachmisst, der Kilo Barren wiegt immer noch ein Kilo. Ne? Und Gold ist halt seit 2000 Jahren weltweit anerkanntes Geld, hat eine Geldfunktion, schützt vor Inflation, hat alle Kriege, Währungen, Revolutionen überstanden und ist durch die Natur limitiert. Also es ist eine Lebensversicherung in der Hoffnung, dass man es nie verwenden muss. Ja, zudem ist es ja so, wenn es tatsächlich zu einem Finanzcrash kommt, der zum Beispiel ausgelöst ist durch eine Währungskrise, wo die Währungen als solche in Frage stehen und das internationale Währungssystem, dann wird natürlich ein Profiteur des Ganzen das Gold sein. Absolut. Warum sonst kaufen sich denn alle Notenbanken wie blöd Gold? Also und steckt es in die Tresore? Doch nicht, weil sie irgendwie gelangweilt sind oder weil es ein wertloses Metall ist und irgendwelchen Plunder ist, sondern nein, weil die genau wissen, Das ist die einzig wahre Währung. Und ich kann nur ein Beispiel sagen, als in Argentinien der Peso kollabiert ist, ist der Goldpreis um fast 1000% gestiegen innerhalb eines Tages, ja, weil jeder wusste, das ist Geld. Ja. Jetzt geht es aber auch beim Gold darauf zu achten, dass ich es nicht unbedingt bei den Banken lasse, wieder. Genau, da raten wir unseren Lesern natürlich im neuen Buch ganz klar, immer anonym erwerben. Das ist noch völlig legal und möglich, noch, sage ich, weil wer weiß, wie lange das Zeitfenster noch offen ist, kann man bei Händlern im sogenannten Tafelgeschäft anonym Edelmetalle bis zu 15.000 Euro pro Tag erwerben. Und dann eben nicht bei den Banken überlassen. Erstens nicht bei der Bank kaufen, weil da läuft es nur über das Girokonto und ist dann registriert direkt ans Finanzamt. Und zweitens nicht bei den Banken einlagern, weil da haben wir ein Problem. Man hat zwar den Schlüssel zum Schließfach, aber nicht zur Bank. Und wie gesagt, in Zypern hat man es gesehen, da sind auch die Besitzer der Schließfächer 2 Wochen nicht an ihre Schließfächer gekommen. Vorteil war, das Geld, das sie drin hatten, war noch was wert, ne? Aber man kommt da nicht direkt dran. Wie sieht es mit einem Investment aus in erneuerbare Energien? Ja, Procon hat es gezeigt, ne? Also vorsichtig, in was man da investiert. Wenn man sagt, man möchte sich natürlich irgendwie eine Solaranlage aufs Dach machen oder ein Windrad irgendwie in den Garten stellen, ist es schön und gut, um autark zu sein. Aber gestern kam mal die Nachricht raus, man möchte jetzt auch die EEG-Umlage auf die Privatperson umwälzen. Da kommen auch neue Kosten auf die Leute zu. Deswegen sollte man sich das nochmal gründlichst überlegen, weil auch da greift der Staat dann jetzt bald zu. Ja, dann hatten wir das schon mal ganz am Anfang ein wenig besprochen. Wald, Acker und Wiesen, das ist auch was für euch. Ja, also ganz klar, weil das ist halt auch ein bewährter Sachwert. Dem ist egal, welche politische Formierung man hat oder wo der DAX steht oder was auch immer oder welche Währung man hat. Das heißt, Wald oder auch ein Ackerland oder eine Streuobstwiese werden immer einen gewissen Wert haben. Die können nicht wertlos mehr werden. Das ist ja der Riesenvorteil von einem Sachwert, dass ein Sachwert einem direkt und unmittelbar dient. Und ein Papierwert, der dient halt einem nur indirekt und viele möchten daran mitverdienen, wie Staat oder Bank oder Versicherungsmakler. Ist das nicht auch so, wenn es zu einem Finanzcrash kommt und sich das Ganze eher verkleinert, runterbricht in die regionalen Bezüge, dass ja auch Ackerflächen dann viel mehr gebraucht werden. Absolut, weil essen müssen wir immer.
Ja, und ist das auch tatsächlich eine Sache, die in eurem Zukunftsszenario eine Rolle spielt, eher die regionalen, lokalen Bezüge? Ja, also der Mensch ist ja ein Sippentier, ne? Und dieses ganze Globale, das ist ja nicht wirklich im Kern des Menschen. Das heißt, wir glauben ganz fest daran und empfehlen es auch jedem, im Regionalitätsprinzip zu investieren, in seine direkte Umgebung. Weil warum sich ein Emerging Market Fonds kaufen in Malaysia, der teilweise auch fragwürdige Unternehmen unterstützt, von dem ich aber hier direkt nichts habe, ne? Also du kaufst dir ja auch kein Auto und stellst es irgendwie in Dublin in die Garage. Das heißt, wir sagen ganz klar und empfehlen auch jedem, investiert doch in eure direkte Region, weil da haben doch alle was davon. Du schaffst ja Arbeitsplätze, Prosperität und Dienst der Gesellschaft und dir direkt und indirekt. Ja, auch das Benutzen von Regionalgeld spielt da eine Rolle? Ich finde es eine charmante Idee, deswegen haben wir im Buch ja auch was dazu geschrieben oder schreiben lassen, von einem der Mitbegründer des Chiemgauer. Also die Regionalwährungen werden nicht das Geldsystem ersetzen, aber sie können es bereichern und ergänzen. Und natürlich finde ich Regionalwährungen interessant, spannend und auch gut für die Region, für das Regionalitätsprinzip. Ja, also ein Problem ist ja, dass wir es eher so mit Monopol zu tun haben im Geldbereich. Ja. Und dass wir vielleicht das eher erweitern sollen. Ja, absolut. Wir brauchen mehrere Währungen, die auch konkurrieren. Des Weiteren empfehlt ihr in eurem Buch den Kauf von Whisky, aber nicht unbedingt, um ihn selber zu konsumieren, sondern... Im Notfall schon, ne? Ja. Da kann man sich auch die Krise schön saufen. Ja. Ja, also und 40% sind immer garantiert, ja. Ja, aber wir sagen ganz klar, also Alkohol, ne, ist ja auch eine Tauschwährung für den Extremfall. Und momentan ist es halt so, dass auch Whisky, vor allem Single Malt, schottischer Single Malt Whisky, ist limitiert. Also es gibt limitierte Abfüllungen. Und jedes Mal, wenn irgendwo weltweit eine Flasche geöffnet wird, steigert sich der Gewinn der verschlossenen Flasche. Das sollte aber nicht der Hauptgrund sein, um in Whisky zu investieren, weil er schmeckt wirklich lecker, ne, und man kann ihn wirklich immer tauschen. Also auch nach dem Krieg in Deutschland oder auch in Argentinien war unter anderem Alkohol eine Währung. Aber wäre es nicht auch zum Beispiel angebracht, dann stapelweise Zigaretten zu kaufen? Als Krisenwährung? Ja, absolut. Absolut. Ja. Also Kaffee, Zigaretten, aber auch andere Tauschmittel. Ja, und Lebensmittel. Und Lebensmittel. Ja. Absolut. Also, weil das muss man, wenn man mit, meine Oma ist 90, ja, die hat 4 Währungen kommen und gehen sehen und die hat ganz klar gesagt, ja, Kaffee, Tauschwaren, Lebensmittel, Alkohol, Medikamente, das waren alles Währungen im Extremfall. Und ich habe es in Argentinien live miterlebt 2001. Da wurde auf einmal parallel ein Tauschhandel installiert, weil es gab halt kein Geld mehr. Aber ich glaube, die Bundesregierung empfiehlt eh, dass man Lebensmittel zu Hause stehen hat für ungefähr 6 Wochen. Ja, das Bundesamt für Katastrophenschutz hat genau das empfohlen, zu sagen, okay, für 2 Wochen sollte man mindestens Lebensmittel haben und ganz klar, Vorsorge ist immer besser wie Nachsorge. Also es kann immer mal ein Unwetter geben. Ich meine, in Nordrhein-Westfalen hat man das jetzt erlebt mit diesem Sturm. Da kann auch mal 2-3 Tage irgendwie ein Supermarkt zu sein oder die Logistikkette bricht zusammen oder irgendwas anderes und dann ist man doch ganz schön froh, wenn man dann ein bisschen was zum Essen und Knabbern im Keller hat. Ja, aber wenn wir über einen Finanzcrash sprechen, dann sprechen wir, dass die globale Logistikkette zusammenbricht. Ja. Und dass dann im Supermarkt eben nichts mehr ist. Ja. Dann kommen wir jetzt mal dazu, dass ihr ja sagt, das sei die Lösung mit dem Crash. Und es kann ja nicht die Lösung sein, die euch vorschwebt, dass dann eben im Supermarkt nichts mehr ist und dementsprechend im Ruhrgebiet oder anderen Ballungsräumen die Luzi abgeht. Ja, das wollen wir ja verhindern. Das wollen wir ja wirklich verhindern, dass dieses komplette Worst-Case-Szenario eintritt, der sozusagen der Super-GAU, das finanzielle Fukushima, und dass wir uns dann sozusagen gegenseitig Köpfe einhauen für eine Konservendose. Und dahingehend wollen wir auch aufklären und die Mitbürger und die Mitmenschen vorbereiten, weil, wie ich es vorhin gesagt habe, umso mehr vorbereitet sind, umso glimpflich läuft es für uns alle ab. Und deswegen sagen wir ganz klar, leider ist es so, dass in der Vergangenheit erst durch ein katastrophales Ereignis die Protagonisten oder die Menschheit gezwungen wurde, was zu ändern. Weil 2008 war wohl allen Anschein nicht gravierend und hart genug.
Also es hat nicht den Lerneffekt erzeugt, den es hätte haben müssen. Man hat die Zombie-Banken weiterhin am Leben erhalten und hat alles in eine Waagschale geworfen. Und deswegen sind wir davon überzeugt, es braucht immer einen richtigen Knaller, damit es wirklich auch dann sich was ändert zum Besseren hin, dass wir ein Finanzsystem etablieren können, das zur Abwechslung mal allen Menschen dient und nicht nur 5%. Ja, zu dem, was dann getan werden soll, um den Crash tatsächlich zur Lösung zu nutzen, da schlagt ihr vor, unkontrollierte Geldschöpfung verhindern. Das hatten wir schon mal. Aber bitte erklär nochmal, warum das so ein großes Problem ist. Das Grundübel ist unser falsch gestricktes und unfaires und unsoziales Finanzsystem, unser Geldsystem. Also diese Geldschöpfung aus dem Nichts, das ist, warum jedes System immer wieder an die Wand fährt. Und ich habe es vorhin gesagt, also wir haben ein ungedecktes Papiergeldsystem, was durch Zins und Zinseszins vor allem exponentiell wächst. Und exponentielles Wachstum gibt es in einer limitierten Welt nicht. Das ist Mathematik 10. Klasse. Es kann nicht funktionieren, die Exponentialfunktion crasht irgendwann. Aber wenn du dir die Schuldenverläufe anschaust, der Staaten, ja, oder was die Notenbanken ins System gepumpt haben, siehst du überall exponentielle Kurven. Und die werden dann irgendwann wieder krachen auf ein normales Niveau, weil die Natur ist im ständigen Fluss und sucht immer Ausgleich. Und so wird es auch dann an den Aktienmärkten passieren, in unserem Geldsystem und insgesamt. Und da muss man sich halt wappnen. Dann, glaube ich, seid ihr auch Verfechter der Meinung, dass freie Märkte sich nicht dadurch äußern, dass es im Grunde genommen gar keine Regeln gibt, sondern dass sie auch reguliert werden. Ja, natürlich. Also der Mensch braucht Regeln, jedes Kind braucht Regeln. Also zu sagen, hier, wir brauchen keine Gesetze mehr und die Anarchie wird schon alles richten, ist utopisch und auch weit den Menschen entfernt. Selbst die primitivsten Stämme im Amazonas haben Regeln. Es gab schon immer Regeln. Also deswegen halte ich gar nichts davon. Wir sind ja keine Dogmatiker und auch keine Fanatiker, sondern wir sagen einfach, lasst uns doch zielorientiert, zielführend die besten Lösungen aus allen verschiedenen Lagern zusammenführen, damit wir ein System etablieren, das den Menschen dient. Und ja, da sind wir große Verfechter. Ja, ich bin auch dafür, dass die Leute oder die Kräfte, die für Reformen sind, doch erstmal ihre ideologischen Schubladen zumachen, sich angucken, was man ganz pragmatisch angreifen kann und das lösen und danach eventuell auch wieder ihre ideologischen Schubladen aufmachen, wenn sie es dann überhaupt noch nötig haben. Genau, sehe ich genauso. Lasst uns lieber Brücken bauen und gemeinsam an einem Strang ziehen, um das System zu reformieren und zu ändern, als irgendwie hier diese Grabenkämpfe auszuführen. Weil, wie gesagt, wenn wir alle an einem Strang ziehen, können wir viel mehr erreichen, als wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht. Ich denke, ein absolutes Gebot der Stunde wäre auch, übergroße Kreditinstitute zu zerschlagen. Wo soll da die Kraft herkommen, das herbeizuführen? Also wir dürfen von oben keinen Wandel erwarten. Ja. Da wird gar nichts passieren. Der Wandel wird von unten kommen, von uns. Und ja, das heißt, nur durch uns, durch die Menschen, wird dieser Wandel geschehen, weil die Krise, die wir haben seit 2008, ist ja, also wir hatten ja unglaublich viele Krisen, ne? Euro-Krise, Griechenland-Krise, Subprime-Krise, ja, aber eigentlich müssen wir ja viel, viel tiefer gehen. Wir haben vor allem eine Systemkrise und wir haben eine menschliche Krise. Also wir sind Hauptbestandteil dieser Krise. Und so wie wir Teil des Problems sind, sind wir Menschen auch Teil der Lösung. Und der Wandel kommt immer von unten. Siehe Paris 1789 oder Leipzig 1989. Ja, es gilt dann auch in die Zukunft zu investieren, in unsere Kinder. Würdest du sagen, zum Bildungsprogramm der Zukunft gehört unbedingt eine Aufklärung über das Geldwesen? Ja, auch das fordern wir in unserem neuen Buch. Wir sagen ganz klar, das Thema Geld, wie Geld funktioniert, wie Geld entsteht, ne, oder wie investiere ich sinnvoll für eine adäquate Altersvorsorge, sollte in jeder Schule gelehrt werden. Weil wir alle haben zwar tagtäglich mit Geld zu tun, aber nicht mal 5% der Menschen in Deutschland oder weltweit wissen überhaupt, wie unser Geldsystem funktioniert. Obwohl wir damit täglich zu tun haben. Das ist eine Farce. Und nur wenn wir wirklich wissen und informiert sind, wie das Geldsystem funktioniert, können wir uns auch wehren und schützen. Aus diesem Grund ganz klar, das muss ein Schulfach werden. Jedes Kind muss das lernen. Und ich meine, vielleicht will das ja auch eine bestimmte Branche nicht, ne, und die Leute dumm halten, damit sie das Geld zu ihnen tragen. Aber diese Spirale müssen wir durchbrechen. Ja, aber das ist doch ganz klar so, dass die Leute darüber nicht informiert werden sollen. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Also es ist jedenfalls auffällig, dass das selbst im Universitätsstudium nicht vorkommt.
bin ich d'accord mit dir. Wie gesagt, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, Matthias genauso, und zwar nie ein großes Thema. Es gab zwar Geldtheorie, ne, aber so richtig ans Eingemachte ging es nicht. Also das Wissen habe ich mir erst selber aneignen müssen und es kann und es darf nicht sein. Und aus diesem Grund, wenn wir ein besseres Geldsystem wollen, müssen wir die Menschen informieren. Und Henry Ford hat es ja gesagt, dann würden die Menschen verstehen, wenn unser Geldsystem funktioniert, hätten wir morgen eine Revolution. Ja, das wäre so. Ich denke mal, wenn dieser Beitrag heute, den wir aufnehmen und den wir hier live senden, wenn wir den mal zu Primetime ARD, ZDF senden würden, dann hätten wir am nächsten Tag eine monetäre Revolution. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das noch immer stimmt, was John Ford sagte, weil mittlerweile gibt es die zentrale Heizung und eine Flimmerkiste und die macht das Ganze doch sehr erträglich. Lass uns mal so langsam in die Endkurve einsteigen dieses Interviews. Ja, oder sollen wir noch ein bisschen? Nee, mach mal kurz. Es ist ein endloses Thema, was wir hier haben, auf jeden Fall. Wir machen den zweiten Teil. Aber jetzt kommen Brot und Spiele, die fangen jetzt an, die WM, da wird auch einiges wieder durchgewunken an Gesetzesinitiativen. Das ist ja auch interessant, dass diese Ablenkung dann genutzt wird dafür. Aber lass mich dich fragen, für wen schlägt dein Herz? Fußballtechnisch? Jupp. Seit gestern für Kroatien, weil der Elfmeter so unfair war. Ja. Möge die beste Mannschaft gewinnen. Also ich bin schon lange kein Fan mehr der deutschen Mannschaft. Ich weiß nicht warum, einfach viel Antipathie. Natürlich freue ich mich, wenn Deutschland gewinnt, aber seit gestern muss ich echt sagen, für Kroatien, weil ich fand den Elfmeter dermaßen unfair und ungerecht. Also da, wie es der Trainer gesagt hat, können wir den Pokal gleich den Brasilianern in die Hand drücken. Ja, mein Favorit ist Argentinien. Erzähl uns doch mal ein bisschen aus deiner Erfahrung in Argentinien, welcher Stellenwert dieser Sport dort hat. Ja, die sind fußballverrückt, also wirklich fußballverrückt. Ich habe auch einen Freund, der ist Schiedsrichter gewesen, Profischiedsrichter in Argentinien. Da gibt es auch ein gutes Buch, das ich auch gerne empfehlen möchte, Die rote Karte von Thomas Brändle, ist auch neu erschienen. Das ist wirklich also wahrheitsnah, die Geschichte, die in dem Buch beschrieben wird. Und das Land ist crazy. Also ich war bei Boca Juniors im Stadion und die leben für Fußball. Das ist eine ganz andere Mentalität. Das sind Feste, da werden Feste gefeiert. Da wird getanzt, wildfremde Menschen geben dir Trinken, Essen, also dass da keine Lamas irgendwie im Stadion gebraten und gegrillt werden, ist alles, aber ja, es ist eine ganz andere Atmosphäre, es ist sehr herzlich und sehr emotional. Gut, dann haben wir schon mal einen Ausblick bekommen, wie das dann ist in Argentinien, wenn mein Tipp wahr wird, nämlich dass Argentinien Weltmeister wird. Mhm. Marc, ich danke dir für dieses Gespräch und möchte nochmal empfehlen, das Buch zu kaufen, Der Crash ist die Lösung, warum der finale Kollaps kommt und wie sie ihr Vermögen retten. Und das könnt ihr dann tun beim Eichborn Verlag. Marc, vielen Dank. Ich danke dir, Lars, hat Spaß gemacht. Gerne wieder. Tschüss.